Muttersprache-Podcast, der USA-Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi. Ja, ich bin Auswandererin und zusammen mit meinem Mann, meinen zwei Kindern und meinem Jack Russell sind wir in 2014 mit der gewonnenen Green Card, ja, und nur 7 Koffern in die USA ausgewandert. Ja, gestartet sind wir in Charlotte, North Carolina. Von dort aus ging es nach Portland, Oregon und seit Anfang 2020 leben wir in der Nähe von San Diego im sonnigen Südkalifornien. Ja, diesen Muttersprache-Podcast habe ich gegründet, um die Geschichten von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, hier in diesem Podcast zu erzählen und vor allen Dingen auch hier eine Plattform aufzubauen, wo sich gerade diese Auswanderer auch miteinander verbinden können. Ich erzähle jede Woche eine neue Geschichte hier im Gespräch und einmal im Monat gibt es auch eine Destination-Special-Folge. Also jetzt viel Spaß beim Zuhören, deine Monique. Hallo liebe Muttersprache-Podcast-Community, heute gibt es eine Sonderfolge im Muttersprache-Podcast zu dem Thema Bist du ein Auswanderer? Hier kommen meine 5 Fragen, die du dir selbst stellen solltest, bevor du tiefer in die Planung gehst, in die USA auszuwandern. Ja, der Travel Ban ist geliftet in die USA und die E-Mails an mich und an diesem Podcast überschlagen sich. Monique, kannst du uns helfen? Wir wollen in die USA auswandern. Monique, kannst du mir helfen, einen Job in den USA zu finden? Monique, wie kann man denn in die USA auswandern, wenn man keine Green Card hat? Und auch die einschlägigen Facebook-Gruppen laufen gerade unfassbar mit Fragen über Fragen zum Thema Auswandern in die USA über. Und da habe ich mir doch gedacht, da nehme ich doch mal für euch eine Sonderfolge auf. Ja, ob du überhaupt der geeignete Mensch bist, auszuwandern. Denn das ist wirklich, finde ich, etwas, was ganz wichtig ist, sich das im Vorfeld auch, ja, intensiv zu fragen. Seit nunmehr 8 Jahren nehme ich mir auch wirklich diese Zeit, diese Anfragen zu beantworten. Denn wenn Menschen mich anschreiben, ist mir das auch wichtig, mal zu hören, wo stehen die denn? Wie kann ich da vielleicht helfen? Und ja, nimm mir also auch immer die Zeit für einen Videocall, ein persönliches Gespräch und stell hierbei einfach auch immer mal ein paar Fragen. Bin ich ja auch ein bisschen geübt drin, so als Coach. Und hinterfrage auch einfach mal, wie weit sie denn schon mit ihren Plänen sind, auszuwandern, warum es auch bisher noch nicht geklappt hat oder wo sie feststecken und auch, warum sie auswandern wollen überhaupt, wohin sie auch auswandern wollen. Also diese Fragen geben mir dann so ein bisschen Aufschluss dazu, wo die Leute so in ihrer Auswanderung stehen, ob das eher nur so ein Traum ist oder ob das wirklich auch schon so ein, ja, eine strategisch geplante Auswanderung ist. Und ja, ich dachte mir, dass das hier eine ganz gute Plattform ist, da auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen und darüber zu sprechen. Denn ja, eins ist sicherlich auch dir klar, dass die USA zum einen kein kleines Land ist. Wo fange ich an? Wo gehe ich hin? Und B, auch nicht wirklich ein einfaches Land ist zum Auswandern. Es gelten ja recht strenge Bestimmungen, die es erfordert, hier zu arbeiten und hier leben zu können. Nicht jeder kriegt das Geschenk wie wir, dass er eine Green Card gewinnt oder vielleicht mit seinem Job hierhin transferiert wird oder vielleicht sogar schon einen amerikanischen Pass hat. Es gibt auch nicht wirklich eine soziale Absicherung oder ein Fangnetz, wie wir das in Deutschland kennen. Ganz zu schweigen auch von der Krankenversicherung, die auch hier nicht selbstverständlich ist. Auch nicht, wenn du einen Arbeitgeber hier hast. Viele, viele Menschen und auch Familien sind daran in der Tat auch schon zerbrochen, wieder zurückgekehrt oder noch viel Schlimmeres, das Abenteuer hat gar nicht gut geendet. Viele scheitern ehrlich gesagt auch, dass es durch diese ganzen Faktoren überhaupt erst gar nicht zu einer Auswanderung kommt und so bleibt einfach bei dir immer dieser unerfüllte Wunsch, ja, in den USA leben zu wollen.
Doch was macht dich denn eigentlich zu einem Auswanderer, der wirklich all diese Hürden meistern kann? Und das hat mich zu meinen 5 Fragen gebracht, die ich dir heute hier stellen möchte. Ja, und hier komme ich auch schon zu meiner ersten Frage an dich und mitunter vielleicht sogar eine der wichtigsten und grundlegendsten und vielleicht auch ganz anders als das, was du vielleicht vermutest. Denn meine erste Frage ist nämlich nicht, welche hast du eine Green Card oder ein Visum, sondern meine erste Frage ist, bist du ready, hart zu arbeiten? Eine Auswanderung ist nämlich kein Urlaub. Und egal, ob du hier einen Job beginnst oder dein eigenes Business aufbaust, du wirst definitiv mehr arbeiten, als wie du das möglicherweise aus Deutschland gewohnt bist. Und das kannst du mir wirklich glauben, denn ich war schon in Deutschland selbstständig oder habe auch in vielen Ländern dieser Welt schon gearbeitet. Und oftmals höre ich das so in Formaten wie bei Goodbye Deutschland, oder auch in anderen Podcasts, wenn Menschen dazu befragt werden, warum sie denn überhaupt auswandern möchten. Und ganz häufig kommt dann die Antwort, ja, damit ich mehr Zeit für meine Kinder habe oder für meine Familie oder für mich habe. Und ja, also ganz, ganz ehrlich, das trifft meistens komplett das Gegenteil ein. Denn gerade wenn du hier als Unternehmer hinkommst und planst, hier ein Business aufzubauen, oder du kaufst vielleicht ein bestehendes Business oder du kommst hier auf ein E-Visum für eine deutsche Firma oder du kommst als Expat hier hin. Egal in welchen Konstellationen du kommst, zuerst einmal heißt das, dass du auf diesem Arbeitsmarkt dich bewähren musst. Du musst dich in der neuen Organisation bewähren, du musst ein Business aufbauen. Du musst das übernommene Business vielleicht wieder in Struktur bringen oder erweitern. Also egal, wie du kommst, es heißt immer, ehrlich gesagt, dass du zumindest mal in dem ersten Jahr, Jahren ganz bestimmt mehr arbeitest, als wie du das möglicherweise aus deiner bisherigen Situation in Deutschland gewohnt bist. Ich persönlich war ja auch in Deutschland schon lange selbstständig und kannte eigentlich die Situation, kein Wochenende zu haben oder zumindest, ja, man könnte es ja auch anders beschreiben, die Flexibilität zu haben, meine Zeit einzuteilen. Aber ey, mal ganz ehrlich, wenn du wirklich vorhast, in die USA auszuwandern, ist das ja auch eine große Chance, dass du dir damit etwas Neues aufbauen kannst und mit dem, was du dir aufbaust, dir vielleicht etwas aufbaust, was du immer schon machen wolltest und da auch es gar nicht so wichtig ist, ob du ja vielleicht dann abends auf der Couch sitzt und Fernsehen guckst oder möglicherweise hier ein neues Marketingkonzept für deine, was auch immer dein Business auf den Weg bringst. Was dir aber auf jeden Fall klar sein sollte, ist, dass du in jedem Fall hier in den USA erstmal auf jeden Fall mehr arbeitest. Ein Neustart braucht einfach Energie und es braucht Zeit und es braucht natürlich auch Geld. Also neben finanziellen Ressourcen, neben der Energie, die du da reinsteckst, braucht es in jedem Fall auch Zeit. Und es wäre utopisch, davon auszugehen, dass man herkommt und es gleich wie in einem Film läuft. Kann sein, aber so von dem ersten Moment an ist es, glaube ich, wichtig, sich einzustellen, dass man die Ärmel hochkrempelt und wirklich loslegt, nicht auf die Uhr schaut, auch das Wochenende bereit hat, vielleicht auch die Familie mit einbezieht. Wir haben mehrere Unternehmen hier gegründet und auch erfolgreich aufgebaut und ganz sicher nicht nur, weil wir clever und smart sind, sondern ganz bestimmt auch, weil wir sehr, sehr, sehr viel Zeit in diese Unternehmen reingesteckt haben. Also mein Punkt Nummer 1, frag dich einfach mal, bist du ready, hier in den USA hart zu arbeiten? Mein Punkt Nummer 2, hast du Lust, Land und Leute kennenzulernen? Ja, und das frage ich auch ehrlich gesagt gar nicht so ohne Grund.
Denn Auswandern heißt meistens nicht nur dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Also eine Auswanderung nur in Regionen, wo vermeintlich tolle Urlaubsregionen sind, wie zum Beispiel New York, Kalifornien, Florida, da wird es in den meisten Fällen dich nicht hinführen. Auch wenn viele den Plan haben, zum Beispiel nach Kalifornien oder auch nach Florida auszuwandern, ist das aber nicht immer zwangsläufig da, wo du möglicherweise auch einen Job findest, beispielsweise für eine deutsche Firma. Denn die meisten deutschen Firmen sind in ganz anderen Regionen, wie beispielsweise Michigan, Ohio, South, North Carolina, Georgia. Das sind aber gar nicht unbedingt immer so die Auswandererziele, die viele Auswanderer, mit denen ich zumindest spreche, auf dem Plan haben. Das heißt, du stellst dich auf ein ganz anderes Leben ein, als das, was du vielleicht von deinen Reisen an der West Coast, klassisch Grand Canyon, Bryce Canyon, Hollywood und so weiter hast oder so die einschlägigen Florida-Orte. Manchmal für manche Auswanderer, die aber unbedingt zum Beispiel nach Florida gehen wollten, mit einer Geschäftsidee wie beispielsweise einen Currywurst-Stand auf den Straßen Miamis, die sind auch schon daran gescheitert, sich nicht im Vorfeld zu überlegen, welches für die Business-Idee, die ich habe, auch der richtige Markt ist. Ja? Denn niemand läuft gerne bei 30 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit über die Straßen Miamis und kauft sich derweil eine Currywurst. Hier ist gut zu überlegen, für das, was ich machen möchte, wo ist dort der richtige Ort? Oder aber, wenn ich einen bestimmten Ort habe, wo ich gerne sein möchte, was ist für diesen Ort die richtige Geschäftsidee oder das richtige Geschäftsmodell? Manchmal ist es aber auch so, gerade wenn man über ein Visum, über einen Job in die USA kommt, dann ist es ganz sicherlich wichtig, auch flexibel zu sein, dorthin zu gehen, wo ein potenzieller Arbeitgeber möglicherweise mich und meine Familie mit einem Visum sponsert. Ebenso kann das auch kostentechnisch Sinn machen, nicht in die Top-Destinationen zu gehen, die möglicherweise viel teurer sind. Wir beispielsweise sind vor 8 Jahren in Seattle gelandet, hatten uns sehr gut vorbereitet und hatten einige Jobinterviews hier auf der Westküste, wo wir jetzt gerade trotz allem leben. Aber zu der Zeit unserer Auswanderung hatten wir nicht so viel Budget, dass wir uns das Leben hier auf der West Coast leisten konnten. Denn das ist manchmal fast doppelt so teuer in manchen Regionen, wie es zum Beispiel in verschiedenen East Coast Region ist, und wir haben uns dann entschieden, trotz dass uns die West Coast sehr gut gefallen hat, aber erstmal dorthin zu gehen, wo für uns ein guter Start möglich war, und das war für uns damals North Carolina. Ich konnte dort bei einer deutschen Firma Arbeit finden, wir konnten gut und bezahlbar wohnen, denn vergiss nicht, wenn du hier startest, startest du erst einmal mit 0 Credit History. Was bedeutet, du hast möglicherweise eine doppelte oder dreifache Kaution für deine Wohnung oder für dein Haus zu hinterlegen. Möglicherweise musst du dir 2 oder meistens sogar 2 neue Autos oder wenigstens ein neues Auto kaufen, neue Möbel und so weiter und so fort. Also auch das im Blick zu haben, ist gar nicht so unwichtig. Und sich dann auch erstmal auf dieses Leben einzulassen. Denn wenn man außerhalb von, ja, ich sag jetzt mal Charlotte lebt, ist das nicht unbedingt eine fancy Gegend, wie mitten in Manhattan zu leben oder in L.A. Ja? Oder in San Francisco, Silicon Valley. Da lernt man erstmal viel über die Menschen, über Land und Leute kennen. Und das ist meine Frage. Hast du Lust, Land und Leute kennenzulernen? Bist du flexibel, das zu tun und dahin zu gehen, wo du die besten Chancen hast, dass deine Auswanderung gelingt? Ja, meine Frage Nummer 3 ist, bist du bereit, alles hinter dir zu lassen? Puh, da kriegt man richtig Gänsehaut, oder? Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Auswanderer bzw. jemandem gesprochen, der mich angeschrieben hat, weil er Interesse hat, auszuwandern.
Und ja, da war das ganz genau das Thema. Und zwar mit alles meine ich alles. Und neben all den materiellen Dingen, ja, die man ja auch wieder neu kaufen kann oder ein Haus, was du vielleicht in Deutschland hast und verkaufst, dein Auto, was du verkaufst oder alles Mögliche, was man so anhäuft in vielen, vielen Jahren. Das meine ich gar nicht nur, sondern alles hinter dir zu lassen, darin meine ich auch, dass du auch nie wieder der oder die sein wirst, die du vor der Auswanderung warst. Es gibt nämlich nicht so eine Soft-Version, so ein bisschen auswandern. Ich glaube, es geht um ganz oder gar nicht. Eine Auswanderung bedeutet zwar oder kann schon bedeuten, dass es auf Zeit ist, aber wenn du wirklich erfolgreich hier in den USA Fuß fassen musst, sollte deine ganze Energie hierhin gehen. Denn in den Aufbau deines Netzwerkes, in den Aufbau deiner Freundschaften. Und das braucht Zeit und das braucht natürlich auch deine volle Energie. Den richtigen Zahnarzt zu finden, die richtige Schule zu finden. Ich finde ja immer, das dauert so ungefähr ein Jahr, plus minus, sage ich jetzt mal, bis man wirklich hier richtig ankommt. Wenn du zwischen den Welten noch lebst, wenn du noch so eine Semi-Auswanderung machst, ist es meistens so, dass du nirgendwo richtig bist. Zumindest ist das mal meine Meinung. Ich denke, es ist wichtig, sich zu committen und wirklich den Schritt zu gehen und erstmal zumindest alles hinter dir zu lassen. Und wie gesagt, damit meine ich gar nicht so nur die materiellen Dinge, sondern auch dein altes Ich, das alte Leben. Das Umrechnen zum Euro oder warum ist Toilettenpapier hier so teuer oder warum ist das Brot so doof oder warum fährt der Amerikaner jeden Weg mit dem Auto? Also auch das meine ich dazu, dass du auch das, dieses Ansichten, dieses, naja, vielleicht so ein bisschen Deutschsein auch hinter dir lässt, indem du dich komplett in dieses neue Leben, in diesen neuen Lebensstil und in dieses neue Land stürzt. Mit all den guten und vielleicht auch nicht so guten Seiten, aber das ist es ja, wofür du dich entschieden hast und wofür du denkst, dass du auswanderst. Also go for it und lasse alles hinter dir und starte einfach mal neu. Ja, meine Frage 4 an dich ist eine ziemlich, ziemlich wichtige Frage. Vielleicht sogar auch eine der wichtigsten, ehrlich gesagt, denn das entscheidet ganz oft über Ja oder Nein. Die Frage, die ich dir stellen möchte an 4. Stelle, kannst du gut mit Angst umgehen? Ganz ehrlich, bei einer Auswanderung in den USA geht es nämlich nicht nur um das Thema, welches Visum, Arbeitsvisum, Green Card, Jobsuche, sondern vor allen Dingen, und das wird dir jeder Auswanderer überhaupt bestätigen, geht es ganz, ganz oft um das Thema Angst. Was, wenn mir das Vorhaben nicht gelingt? Was, wenn ich Geld verliere oder nicht genug verdiene, um meine Familie zu ernähren? Was, wenn etwas mit meiner Familie in Deutschland ist? Was, wenn ich, meine Partner, Partnerin, meine Kinder nicht happy sind? Was, wenn ich darüber nachdenke, was im Rentenalter vielleicht auf mich zukommt? Was, zum Beispiel eine Frage, die ich mir nie gestellt habe, als wir ausgewandert sind, aber die jetzt so auf uns zukommt? Was, wenn, keine Ahnung, meine Kinder sich hier so integriert haben und die immer in den USA bleiben möchten und du vielleicht andere Pläne hast. Wenn es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle? Was, wenn ich alles aufgegeben habe in Deutschland und es dann doch bereue? Also es gibt so viele Was und so viele Themen, die sich so um dieses Thema Angst drehen und wo die Angst involviert ist, und da gibt es auch ehrlich gesagt gar keine Lösung für. Da gibt es weder eine Lösung noch irgendeine Pille, die du nehmen kannst, noch irgendetwas, was dir diese Angst nimmt,
Das Einzige, was dir bleibt, nachhaltig bleibt, ist, dass du lernst, wie du mit dieser Angst umgehst. Ein gesunder Umgang mit dem Thema Angst ist für Auswanderer unglaublich wichtig, denn ganz schnell kann natürlich auch eine Angstsituation auch zu einer Krankheit werden. Oder aber vielleicht auch ist die Angst, dass, was dich wirklich daran hindert, Existenzangst natürlich in den meisten Fällen, erst gar nicht mit einer Auswanderung zu starten. Aber nur aus der Komfortzone heraus wirst du natürlich so eine Auswanderung nicht hinbekommen, wenn du dich diesem Thema nicht stellst und dir nicht im Klaren darüber bist, welche Themen sind beispielsweise, die mir Angst machen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn die Situation eintrifft, oder was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn, keine Ahnung, eine andere Situation einbricht. Von daher ist das Thema Angst wirklich immer vorherrschend. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, so bei unserer Auswanderung, so in der ersten, im ersten Moment, als wir dann unser Haus gefunden haben, als unsere Kinder in die Schule gekommen sind, aber ich da wirklich stand und ich kannte keinen Menschen. Ja, ich kannte keinen Menschen. So dieses Gefühl, boah, jetzt bin ich hier ganz alleine in einem fremden Land. Ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, als wir alles verkauft hatten, alles weg war und wir so kurz davor standen, dass wir, dass unser Flug losging und ich unglaubliche Angst hatte, ja, wie wird das denn werden? Was ist denn, wenn ich jetzt hier mein tolles Leben aufgebe, wenn ich meine Nachbarschaft aufgebe, meine Freunde aufgebe, meine Eltern hier zurücklasse? Und das ist es alles nicht, ja? Und auch gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Phase, wo das Reisen nicht so möglich war, so zumindest wie wir es gewohnt sind, auch diese Angst zu haben, was ist denn, wenn ich einen Anruf mal kriege und das ist mit irgendwie mit meinen Eltern irgendetwas. Das ist einfach so Sachen, das ist schwer zu lernen, damit umzugehen, aber das ist unfassbar wichtig, denn ja, es geht ehrlich gesagt um dein Leben, ne? Also wenn du den Wunsch, den tiefen Wunsch hegst, so einen Schritt, so eine Auswanderung zu machen, dann wäre das sehr, sehr, sehr schade, wenn dich dieses Thema Angst einfach auch davon abhält, diesen Schritt zu gehen. Ja, ich könnte über das Thema Angst noch so viel mehr erzählen und so viel mehr beitragen, denn auch in viel in meiner Arbeit, in Coachings, ob mit Führungskräften oder im Mindfulness-Coaching oder Frauen-Coaching oder Life-Coachings oder Begleitung von Auswanderern. Da ist dieses Thema Angst natürlich ganz, ganz oft das Thema. Und ja, manchmal ist es auch wichtig, da nicht alleine durchzugehen. So viel möchte ich da einfach nur noch mal zu sagen. Ja, die Frage, meine fünfte Frage von den fünf Fragen, die ich dir stellen möchte, ist, bist du gut vorbereitet auf die USA? Und damit meine ich ehrlich gesagt auch nicht, hast du hier schon oft Urlaub gemacht oder kennst du die Orte und die Städte? Da gehe ich jetzt A mal von aus und B ist das auch gar nicht so wichtig. Nein, ich meine vielmehr, bist du wirklich gut vorbereitet auf die USA? Also ich kriege ja so viele Anfragen, wenn Leute mich nach Jobs und so fragen. Und dann frage ich zum Beispiel auch immer, hast du dich mal mit dem Jobmarkt auseinandergesetzt? Ist der Beruf, den du hast oder die Nische, in der du arbeitest, ist das etwas, was hier in den USA gesucht wird? Und dann kriege ich so oft die Antwort, keine Ahnung. Ja? Oder ich frage dann, was bringst du denn hier auf den amerikanischen Markt, was kein anderer hier bringt? Und dann sind da ganz große Fragezeichen. Aber ich meine, du möchtest in diesem Land leben und dann ist es auch wichtig, dass du dich mit dem Sozialsystem beschäftigst, mit der Politik beschäftigst, dass du mit dem, was hier wichtig ist für deinen Staat beschäftigst. Beispielsweise, wie kannst du schnell eine Kredithistorie aufbauen, dass du zum Beispiel ein Auto finanzieren kannst, ein Haus kaufen kannst oder was auch immer, eine Kreditkarte bekommst. Wie funktioniert das Banksystem? Wie funktioniert das Schulsystem? Wie funktioniert hier der Arbeitsmarkt? Aber auch beispielsweise, wie unterschiedlich sind denn so die Bundesstaaten hier? Wie läuft das mit dem Führerschein ab? Also so wirklich diese Grunddinge,
die wichtig sind für dein Leben, also eine gute Vorbereitung, ist das A und O für den Erfolg jeder Auswanderung neben Sprache. Ja, die ist natürlich auch wichtig, aber da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass du darüber schon Bescheid weißt. Aber sich mit dem Land zu beschäftigen, und zwar über das Touristensein hinaus, ja, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen, wenn du dort lebst, in welchem Bundesstaat ist welche Mentalität vorherrschend, wie sind die Klimabedingungen, was sind wichtige Schritte in der ersten Woche, im ersten Monat, im ersten Jahr beispielsweise? Oder auch, wie bereite ich Kinder auf so eine Auswanderung vor? Was ist mit meiner Partnerin? Das Gleiche gilt auch für Menschen, die als Experts hier hinkommen und vielleicht auch nur 3 Jahre hier sind. Das erlebe ich in der Tat auch immer so oft, denn ich coache ja auch viele C-Levels und viele Führungskräfte, die hier in die USA kommen, Deutsche. Und da ist ganz, ganz oft auch das Problem in den Mitreisenden. Also dass die Kinder sind meistens fast noch das wenigere Problem, aber oft sind das die Partner, häufig natürlich auch die Frauen, dass die dann irgendwo in, was weiß ich, North Carolina, eine Stunde von Charlotte entfernt in der Knüste sind und nicht wissen, was sie da mit ihrer Zeit machen. Also hast du, selbst wenn die sich das auch vielleicht vorher schon angeguckt haben, hast du eine Idee, was in diesem Lifestyle auf dich zukommt? In Florida beispielsweise sitzt man viel im Auto, in Charlotte zum Beispiel auch. Ja? Waffen sind hier vorherrschend. Viele Dinge sind hier in den USA einfach anders als in Deutschland, was nicht in allen Bereichen, wie jetzt bei Waffen beispielsweise, unbedingt schlecht ist, aber es ist eben anders. Aber je mehr du dich natürlich dann damit beschäftigst und je mehr du das auch vorbereitest, umso schneller kannst du dich auch an dieses Leben hier adjusten, also eingewöhnen, und umso schneller wird das dann auch dein Zuhause. Aber auch, da komme ich wieder zu 4, umso besser du vorbereitet bist, umso weniger dominiert die Angst bei einer Entscheidung, in die USA auszuwandern. Also eine gute Vorbereitung nimmt dir natürlich auch viel Angst, und ganz besonders natürlich in den Themen der Selbstständigkeit, in den Themen der Jobsuche beispielsweise. Und manchmal ist es wirklich wichtig, da auch Fachleute zuzuholen. Also gerade wenn du zum Beispiel noch nie selbstständig warst und hier dir jetzt ein Unternehmen aufbauen möchtest, damit, dass du hier eine Visumsgrundlage hast, dann ist es wichtig, von vornherein dir Menschen in deinem Netzwerk oder auch Coaches, wie wir das zum Beispiel machen, an deine Seite zu holen, die dir helfen, dass dieser Start auch gelingt, dass du Fehler, die wir zum Beispiel gemacht haben, auch im Aufbau unserer Businesses, gar nicht erst tust, weil wir die natürlich nicht kannten, wussten oder ja, trotz, dass wir schon so lange selbstständig oder ich mein ganzes Leben ja fast selbstständig bin, aber die Dinge, die unvorhersehbar waren. Wichtig ist, dass du lernst von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, damit ja, du gut vorbereitet bist und eine gute Chance hast, wirklich auch erfolgreich hier in den USA arbeiten und leben zu können. Gleiche gilt, finde ich, auch für den Arbeitsmarkt, dich damit zu beschäftigen, über die kulturellen Unterschiede hinaus, auch offen zu sein, von den amerikanischen Kollegen zu lernen, in den amerikanischen Firmen, selbst wenn es eine deutsche Firma ist, ist ja doch amerikanisch geprägt, auch zu lernen. Das finde ich total unfassbar wichtig, hier auch diese Demut, sage ich jetzt mal, zu haben, dass du neu in dieses System kommst und erstmal dir auch die Zeit gibst, hier anzukommen und auch zu lernen. Ja, ich fasse nochmal meine 5 Fragen an dich, ob du ja der Auswanderertyp bist, zusammen. Und meine erste Frage war: Bist du ready, hart zu arbeiten? Ja. Und dann meine zweite Frage war: Hast du Lust, Land und Leute kennenzulernen, also über die Touristenziele hinaus? Meine dritte Frage war: Bist du bereit, alles hinter dir zu lassen?
Und meine vierte Frage war, kannst du gut mit Angst umgehen? Und meine fünfte Frage ist, bist du gut vorbereitet auf die USA? Ja, eine Auswanderung ist nämlich wirklich eine ziemlich, ziemlich große Entscheidung, die man weder übers Knie brechen sollte, aber man sollte sie aber auch auf keinen Fall so lange verschieben, bis man es nicht mehr macht. Daher hoffe ich, dass dir jetzt mal diese fünf Fragen auch geholfen haben, vielleicht jetzt auch ein bisschen tiefer in deine Planung einzusteigen oder dir auch über die Themen wie beispielsweise Angst auch noch mal ein bisschen ins Detail gehst und noch mal hinterfragst, was sind denn da so die Angstpunkte, die mich daran hindern, so in die nächste Planung einzutauchen oder es ernsthafter anzugehen. Es gibt keine Soft-Auswanderung, ehrlich gesagt, zumindest nicht aus meiner Erfahrung. Und aus den vielen, vielen Podcast-Folgen, die ich mit den vielen spannenden Gästen bisher aufgenommen habe. Also es gibt ehrlich gesagt nur Hop oder Top. Vor allen Dingen, weil es wichtig ist, dass du dich auch committest. Also dass du auch wirklich diesen Wunsch, der muss so groß sein, dass du den auch gehst. Und dann gibt es nur auf eine Karte zu setzen und es einfach zu tun. Ja, wir haben es nicht bereut, gar nicht. Wir sind jetzt 8 Jahre hier, wir sind 2014 mit der gewonnenen Green Card ausgewandert. Mittlerweile haben wir ja insgesamt 4 Businesses hier gegründet, die alle da sind, laufen. Wir haben auch viele Erfahrungen gesammelt auf dem Weg, viele Dinge, die ich vielleicht auch jetzt anders machen würde oder wo ich mir denke, Mensch, hätte ich die schon mal längst früher gemacht. Von daher habe ich dir einfach mal jetzt in den Shownotes, es gibt unfassbar viele Links, aber ich habe dir in den Shownotes mal ein paar ganz interessante Links zusammengestellt, die, wo du mal reinschauen kannst und vielleicht noch ein paar Fragen beantwortet bekommst. Allerdings so aus meiner Erfahrung sind wirklich die meisten Fragen sehr individuell, weil jeder hat eine andere Geschichte und auch andere Ziele. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, auch gezielt deine Fragen beantwortet zu bekommen. Wenn du das möchtest, darfst du die gerne an mich schicken. Wenn wir es schaffen, nehmen wir uns immer Zeit dafür, diese Fragen zu beantworten. Bisher zumindest haben wir alle Fragen hoffentlich beantwortet. Und sehr gerne kannst du dich auch zu dem Podcast subscriben oder auf der Webseite auch zu unserem Newsletter. Oder hör auch einfach mal in die Geschichten anderer Auswanderer hier im Podcast rein. Denn jeder hat so die ein oder andere Geschichte zu erzählen und in jeder, finde ich, ist immer auch ein Learning drin, was dir auch wieder hilft, dich auf diese Auswanderung vorzubereiten. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du hast viele Informationen dabei rausgenommen. Und wenn das so ist, dann schreib mir doch einfach mal, entweder über Instagram oder über monique@meetus.com. .us würde mich sehr, sehr, sehr freuen, mal zu hören, was du hier raus mitgenommen hast. Also bis dahin, liebe Grüße und alles Gute, deine Monique. Und das war's auch schon wieder von heute im Muttersprache-Podcast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und natürlich wäre es auch ganz besonders toll, wenn du mich das wissen lässt, besonders gerne mit einer Empfehlung, einer Review auf Apple iTunes. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und wenn du diesen abonnierst, subscribest, dann bekommst du natürlich auch immer sofort die Mitteilung, wenn eine neue Folge live geht. Ja, wenn du Fragen zu dieser Folge hast, oder zum Auswandern, zum Leben in den USA, schreib mir doch einfach. Alle Infos dazu findest du auf der Website www.muttersprachepodcast.com oder bei Instagram @muttersprachepodcast. Ja, schön, dass du da bist und bis nächste Woche, deine Monique.